Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Record Shop Simulator. So, dann lasst uns hier mal hier am Ende des Tages nochmal sauber machen. Ja, dann kann ich heute leider kein Plattenlabel aufnehmen, weil ich zu wenig Geld verdient habe. Weil ich könnte zwar das Label freischalten, aber dann wieder keine Platten kaufen. Okay. Dann lass uns mal anfangen. Dann lass uns mal anfangen. Bis auf GTA alle auffüllen. So. Wie gesagt, auch das kann man nebenbei machen, wenn man einen Kassierer hat. Am besten wären halt noch Auffüller. Aber dann muss der Entwickler hier in das Spiel auch noch, ja. Hier so Schilder, feste Plätze und so weiter mit anbringen. Ansonsten räumen die das ja wieder hin, wo sie wollen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das kennen wir ja schon. So, und dann das noch. Und wenn die Kasse voll ist, habe ich schon festgestellt, ich kann nichts auffüllen. Dann komme ich ja auch nicht zum Saubermachen und überhaupt. So, dann die T-Shirts. Die schwarzen. Okay. Ja, flieg du durch die Gegend. Die weißen. Da kriegt sie schon wieder irgendwann einen, der Karton. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und die Kakteen. Okay, dann einmal die schwarzen bestellen. Da hinten liegt der Karton. Und einmal Platten. Spieler. Schwarz, schwarz, schwarz. Und einmal Plattenspieler. Solange sie noch im Angebot sind, habe ich ja dann mega Gewinn dran. Das heißt, ich könnte die mit den Kakteen auch gleich nochmal bestellen. Dann sind sie. Nee, die anderen, das Weiße. Dann ist das da. Dann, weil ich habe ja jetzt Geld da. Das muss ich bestellen. Aber dann hoffen wir mal, dass das jetzt besser läuft gleich. Ach nee, das war ja voll. Ich musste das ja nur fürs Lager haben. So. Einmal hier bitte. Dudele, dann lass uns aufmachen. Also,
Nicht gefunden, 7. Das sieht ja schon besser aus. Aber es waren nur 12 Kunden. Okay. Dann lass mal gucken. Hoffen wir mal, dass es heute ein bisschen besser geht, ne? Dass ich dann auch erweitern kann hier. Ja. Ach so, ich muss aufmachen. Gott. Penn doch einfach mal. Mann, 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 Mann. Könnte man hier eine Blume irgendwo hinstellen? Mal sehen. Erstmal brauche ich das Geld für alles. Weil ich wollte halt auch noch ein paar Poster und so hinmachen. Da oben drüber. Schauen wir mal. Ist überhaupt nichts los da draußen. Naja, dauert, bis die ersten Kunden in so ein Einkaufszentrum reintrullern. In so eine Mall. Ich sehe aber auch erst nur zwei. Achso, jetzt habe ich nicht auf den Diebstahl geachtet. Das habe ich mir jetzt in der Endabrechnung nicht angeguckt. Das schreibe ich mir mal auf. Das muss ich mir mal angucken, wenn ich schneide. Diebstahl. Fragezeichen. Das habe ich eben vor lauter Kartons und so vergessen. So, sehr schön. Plattenspieler bringen am meisten Gewinn. Deswegen freue ich mich darüber. Ja, siehst du, jetzt ist wieder einer an mir vorbei. Meine Güte, manchmal. Und ich konnte jetzt nicht gucken, weil ich hier erstmal mit dem Kassieren beschäftigt bin, ob der was geklaut hat oder nicht. Wenn ich hier kassiere, geht das nicht. 36, 30. Ey, erst 3 Kunden hier gewesen, ne? Und hier schon wieder ein Dreck. Ich sollte meine Fußmatte hier. Die Zeit, die rast aber auch. Ja, kauft mal ordentlich ein, weil ich brauche Geld. Oh nee. Warum ist das manchmal so? Also das ist auch noch ein Bug. So, du bist jetzt richtig drin. Oh, sehr schön. Dass hier manchmal noch nicht so richtig funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Siebenhundert. Da kommt noch jemand. Er hat aber nichts gekauft, so wie es aussieht. Ups, renne ich hier gegen. So, die packen beide was in die Tüte. Ey, da liegt schon wieder dreimal Müll bei 2 Kunden.
Ja, der Müll ist auch ein bisschen übertrieben, wie in manchen solchen Spielen, ne? Ach, jetzt kommen noch Kunden, sehr schön. Prince Plaza is now closed. You don't have to go home, but you can't stay here. We are open daily from 8 a.m. to 8 p.m. Sie kenne ich. Arbeiten Sie nicht an der Tankstelle als Lagerverwalter? So, alles klar. Also, damit können wir doch was freischalten hier. Mich jetzt erschrocken. Okay. Dann gehen wir mal erstmal das Label freischalten. Plattenfirmen. So, das nächste ist Tramp. Was haben wir denn da? Da haben wir jetzt Do You Hate Goats? So Emotions? Louis Strongarm? Und Nomad Prices. Okay. Okay, okay, okay. So, wir füllen aber erstmal auf. Dass wir dann wissen. Okay, du bleibst da liegen. So, dann haben wir hier die. Die LA Boys. Der fliegt wieder rum. Das. Huch, hast du das. Okay. Der fliegt wieder draußen irgendwo rum. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Da ist er. Und der hat sich noch nicht beruhigt. Ja, was weiß ich, wo der jetzt ist. So. Dann. Jetzt machen wir erstmal die T-Shirts. Klar. Ach ja. Da-da-da-da-da-da-da. Wir haben hier manchmal Schwerelosigkeit, müsst ihr wissen. Und dann passiert sowas. Hier kommen auch manchmal Astronauten her und üben hier. Ne? Ist ja Bescheid. So, dann haben wir den. Die kommen hier. Also ich sehe, ich kann hier schon bald alle bestellen.
Bei den T-Shirts eigentlich nur die weißen mal wieder. Und JT. JT, jawohl. So. Dann bestellen wir erstmal die neuen. Von den anderen müssen wir alle bestellen, bis auf JT. Der fliegt noch rum, der hat sich noch nicht entschieden. Nee. Gut, bestellen wir erstmal. Ich finde es langsam schon lustig mit den Kartons fliegen hier. Ah. So. Also mir fehlen die 4 neuen. Ich habe ja auch noch 4 Plätze frei, genau. Do you have goats? So, Emotion. Soul de Hilo. What? So, und dann nehmen wir nochmal die T-Shirts, die weißen ins Lager. Die sind nämlich auch gerade billiger, Gott sei Dank. Und hast du nicht gesehen? So, Nomad Princess. Hier ist jetzt alles voll, ne? Ja, fangen wir da mal an. Trotz Zappelkarton. Dann haben wir hier die T-Shirts. Die müssen nur ins Lager. Die T-Shirts, jawohl. Louis Strongarm. Bam, 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 bam. Und Goatstein. Das nächste ist dann aber noch ein anderes Plattenregal, ne? Und der fliegt immer noch rum, alles klar. Groundsmith. Ich guck gerade, ob das vielleicht irgendwie ein, ja, computergemachtes Bild ist oder. Aber wird schon so sein. So, dann müssen wir von den anderen Platten. Jeweils eine kaufen, bis auf den. Und Plattenspieler könnten wir auch auf Lager packen dann. Ach so. Da muss ich keinen reintun. Aber ins Lager packen. Gut, dann bestellen wir nochmal Plattenspieler. Jawohl, die sind auch noch billiger. Was wir haben, haben wir. Wo ist denn der Karton jetzt geblieben? Jetzt du. Bam, 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 bam. Dann die Plotten. Ramirez. Oh, ich muss die auffüllen, ja?
Mein Gott, was ist denn da draußen für ein Krach? Waren die Autorennen? Meine, würde mich hier nicht wundern, ne? Also. So, T-Ratched. So, dann müssen wir nichts mehr auffüllen bei den Platten. Wir haben alles aufgefüllt. Wir brauchen das dann nur noch ins Regal packen. Und dann mal gucken, ob sie dann morgen etwas zufriedener sind. Der fliegt immer noch rum, der Karton da hinten. Ellie Boys, die müssen nur hier den. So. Okay. Dann haben wir doch alles zur Auswahl. Dann mal gucken, was wir als nächstes machen. So, Tagesende. So, gestohlene Waren. Ich glaube, da stand gestern was. Wie gesagt, ich gucke mal beim Schnitt. Weil ich hatte ja nirgends eine Null. Ich weiß es noch nicht. Nicht gefundene Produkte 4, aber 13 Kunden. Okay, das sind immer. Aber die Platten habe ich. Doch, die Gautstein habe ich jetzt. Aber die habe ich nicht. Beginne einen neuen Tag, jawohl. Okay. Wir machen auf. Welcome to Prince Plaza. We are now open. Der kostet, glaube ich, auch 2,5 hier der Ausbau. Schauen wir mal. Mehr Auswahl. Als nächstes brauchen wir ein Regal. Und dann mal gucken, was ich als nächstes freischalte. Ich hätte ja gerne noch mehr T-Shirts oder so. Obwohl, mir fehlen ja noch die anderen Geschichten, ne? Wie Kopfhörer und so weiter. Da sollte ich vielleicht mal als nächstes gucken, dass ich die mit reinbringe. So, nicht zurück. Sehr schön. Jawohl. 20, 29, 11. Ja. Weil, wie gesagt, bei den Dings, bei den Audio, bei den Lautsprechern war das Regal so teuer und da muss ich irgendwie erstmal Platz haben. Da würde ich erstmal einen Ausbau machen wollen, aber die Kopfhörer könnten wir hier für. Ja. Die Kopfhörer könnten wir hier vielleicht noch gut mit unterbringen. Da haben wir dann wahrscheinlich, wenn einer die kauft, mehr Gewinn. Wie bei den Plattenspielern, ne? 40. Kauft, Leute, kauft. Oh. Aber noch keiner ein Plattenspieler heute, ne? Da mache ich die Gewinne. Leute, kauft, kauft, kauft. Kauft um euer Leben. Ich hoffe, es hat
Sich nicht schon wieder irgendwas freigeschaltet, was die Leute dann nicht finden. Da schaltet sich zu viel frei, ne, auf einmal. Ja, hier ist ja jetzt was los. Hauptsache, irgendeiner kauft noch einen Plattenspieler. Achso. Wenn das mal so bei der Kasse am Net, beim Netto oder so wäre, ne? Wenn eine zweite Kasse aufmacht, rennen ja die dann alle von hinten rüber. Obwohl du schon länger angestanden hast. Das finde ich dann auch immer ganz schick. So, aber wie gesagt, noch keiner am Plattenspieler. Sie scheint einen genommen zu haben, aber sie heult. Aber wenigstens ein Plattenspieler, danke die Dame. Das hat mir jetzt erstmal den Umsatz gerettet. So. 25 Cent. Und so. Ups. Was ist denn mit dem Karton? Fliegt der immer noch rum? So, meine Lieben, dann beenden wir den Teil hier erstmal für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.